Im Januar 1996 mit leichter technischer Verspätung gab es die Neujahrsrede der Bürgermeisterin im Kabelfernsehen von OPK TV. Ja, wer war denn damals eigentlich die Chefin der Knatterstadt? Hallo liebe Küritzer, ab heute Abend sind wir regelmäßig für Sie da. Jeden Montag und Freitag ab 19 Uhr senden wir, was Sie sonst nirgendwo sehen. Aktuelles, Witziges, Schönes und Informatives aus Küritz und Umgebung. In der ersten Sendung im neuen Jahr geht es natürlich ums Feiern. Doch bevor wir nochmal die Silvesterstimmung erleben, hier die Neujahrsgrüße der Bürgermeisterin. Liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Gäste und Freunde unserer Stadt. Seit 6 Jahren können wir im wiedervereinten Deutschland Silvester feiern. In Frieden und Freiheit. Dafür können wir dankbar sein und möge es uns gelingen, diesen Frieden zu bewahren für die Stadt, für das Land, für die Welt. Doch kehren wir zurück in unsere Stadt. Das Jahr 1995 ist zu einem Jahr vieler Erfolge, aber auch Ernüchterung geworden. Es gab viele Impulse und Akzente für die Entwicklung unserer Stadt. Veränderungen, die den Bürgerinnen und Bürgern Anlass zu Lob oder Kritik waren. Die Erschließung der Siedlung Alt und Jung wurde abgeschlossen und die ersten Besitzer konnten dort in ihr neues Zuhause einziehen. Der Wohnungsbau in der Straße der Jugend wurde fortgeführt und die ersten Wohnungen wurden bezogen. Im Sommer 1996 sollen die letzten Wohnungen bezugsfertig sein. Das GHG-Ferienzentrum wurde der Öffentlichkeit übergeben und das Pluszentrum in diesem Haus wurde mit großer Freude von den Kindern in Besitz genommen. Im Gewerbegebiet am Lediner Weg haben sich die ersten Gewerbebetriebe niedergelassen. Unsere Badeanstalt am See wird renoviert und modernisiert. Die Stephanus-Stiftung Berlin hat ihre Behindertenwerkstatt mit 180 Plätzen in Betrieb genommen. Viele infrastrukturelle Bauvorhaben in unserer Stadt wurden durchgeführt. Wir Küritzer und unsere Besucher erfreuen sich an den vielen Sanierungsmaßnahmen, besonders in der Innenstadt, die von der privaten und öffentlichen Hand durchgeführt wurden. 1996 wollen wir daran anknüpfen und an neuen Vorhaben arbeiten. So gesehen möchte ich mit Optimismus den Jahreswechsel ansteuern. Am Ende eines Jahres sollte Dankbarkeit an erster Stelle stehen. Dankbarkeit und Anerkennung für das, was wir erleben durften und für das, was geschehen ist. Der Dank gegenüber denen, die nicht fragen, was die Stadt für sie tun kann, sondern die viel lieber in ihrer Stadt von sich etwas in Bewegung setzen. Mein Dank gilt allen ehrenamtlich Tätigen, im sozialen Bereich und überall dorthin, wo Menschen für andere da sind. Danken möchte ich den Abgeordneten des Parlaments, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, des Baubetriebshofes und den Mitarbeiterinnen in den Kindereinrichtungen für ihre nicht immer leichte Arbeit. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wünschen wir uns ein gutes neues Jahr, vor allem denen, die in seelischer und wirtschaftlicher Not sind. Grüßen wir die alten, kranken und behinderten Mitbürger, geben wir ihnen Hoffnung und Zuversicht. Wir wollen an die Menschen in aller Welt denken, die von Krieg und Not bedroht sind und hoffen, dass die Vernunft obsiegt. Ihnen, liebe Küritzer, Bürgerinnen und Bürger und Freunde unserer Stadt, wünsche ich von ganzem Herzen für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und viel Erfolg.